Ich will auf den Thron, koste es, was es wolle. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil vom Trash Talk von Game of Thrones. Hier bei der Gruppzeitung. Ich bin Fabian Kern. Mir zur Seite stehen der Markus Kohler und der Daniele Turini. Man kann sagen, nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Wir haben viel erlebt in der dritten Folge und jetzt schauen wir voraus auf die vierte Folge. Noch eine Runde, Baby, sagt er zu der Cersei. Ich nehme ihn. Er kommt zurück und sagt, so, was ist da eigentlich los? Ich weiß nicht. Er kommt einfach zurück, ja. Und ich sag, Danny, ich will auf den Thron, koste es, was es wolle. Also schweren Herzens hätte ich eigentlich Brienne geopfert. Ich mag sie ja über alles, aber eine wichtige Person hätte wenigstens sterben müssen, finde ich. Ich finde, der Bran, er hat nichts gebracht. Er hätte den Night King, eigentlich wäre Bredes nichts, um den Night King umbringen. Er hockt in seinem Stuhl, schickt seine Raben ohne Effekt, macht nichts. Wer weiß, was alles gemacht hat. Und das wäre mal ein emotionaler Tod gewesen, wo man gesagt hat, wow, jetzt ist ein grosser gekommen. The Grey Worm. Oh nein. Weil für mich war eigentlich so die Szene, wo er auch so den Ausblick mit seiner Freundin hatte, ist für mich eigentlich so ein Happy End gewesen. Und ich finde, er ist sonst eigentlich auch so ein Charakter, den ich jetzt nicht noch fünf Folgen muss zuschauen muss, was ich auch nicht machen will, wenn es mir trägt. Hätte ich noch mit ihr einen Honeymoon an den Strand gehen? Wahrscheinlich. Gut. Aber was passiert da am Honeymoon? Das weiß ich nicht allzu viel. Schwierig. Ich nehme einen von den Drachen, ich weiß keinen einzigen Namen von denen. Es sind ja, glaube ich, nur zwei übrig, die zwei leben da, oder? Die sind ja, weiss es nicht genau. Das. Ich glaube einfach, da der eine, der mit dem ganzen Zombie-Paket hier in die Luft gestartet ist und irgendwie nicht so richtig zurückgekommen ist, ich glaube, irgendwie denen geht es nicht so gut. Die haben ja auch nicht so viel gegessen, außer irgendwie 18 Schöfe. Ich glaube auch, die Streitmacht wäre zu gross für die letzte Schlacht, wenn die jetzt immer noch zwei Drachen haben. Darum denke ich, jetzt bist mal wieder einer von denen ins Gras. Ich glaube, Yara kommt zurück und hat erfahren vom Tod von ihrem Bruder. Und sie geht jetzt, kommt mit ihrer Flotte zurück und greift King's Landing an und geht dann glorios unter. Auch gerade unmittelbar? Ja. Hoppla. Und ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt steinigen, aber ich glaube, es braucht endlich mal wieder einen prominenten Tod. Und sie hat jetzt letzte Folge ihren geilen Auftritt gehabt und sie springt in der nächsten Folge über die Klippe.